Anne! Was ist? Komm mal rauf! Was ist denn? Ja, hier! Die Gastlandflagge von Uruguay. Wir haben es geschafft. Na, endlich. Oh, schau mal, die Seelöwen. Na, wenn das keine Begrüßung ist. Mann, sind die toll. Ich muss dir sagen, ich bin wirklich stolz auf dich. Du warst einfach großartig. Ich bin froh, dass wir es endlich geschafft haben. Ja, ich auch. Ich habe Sie erst morgen erwartet, Senior Hansen. Wir waren tatsächlich schneller als erwartet. Das Boot läuft wunderbar. Wie lange wird das Boot hier liegen bleiben? Naja, ein paar Tage bestimmt. Aber das muss der neue Besitzer entscheiden, Don Esteban. Wir haben das Boot ja nur überführt. Nun, er wird ihm sicher einen spanischen Namen geben. Er hat sich Reingold ausdrücklich gewünscht. Können Sie uns sagen, wo wir einen Leihwagen finden? Don Esteban überlässt Ihnen gern eins von seinen Autos. Vielen Dank. Schau dir das an! Was denn? Komm mal! Hier, mein Dicker, Leckerchen für dich. Das ist ja unglaublich. So, noch ein Happen für dich? Lassen Sie es ja gut gehen. Jetzt seid ihr dran. Komm schnell. Hey! Sag Sie mal, sind Sie verrückt geworden? Was machen Sie da? Ah, Entschuldigung. Meine Neffen hatten bei Ihnen an Bord gespielt und eins hat die Kappe liegen lassen. Jetzt aber runter vom Schiff und zwar schnell. Entschuldigung. Schönes Boot. Ja, das soll wohl nicht wahr sein. Eigenartiger Vogel. Komm, lass uns frühstücken gehen. Ich sterbe vor Hunger. Ja, ich auch. Worauf hast du denn Lust? Am liebsten da, wo viele Menschen sind. Von mir aus ein ganzes Fußballstadion. Da weiß ich, was passend ist. Komm. Wird dir gefallen. Ja. Und? Genug Menschen? Naja, ein Fußballstadion ist es nicht, aber es brodelt voller Menschen. Meinst du, ich bekomme hier ein Croissant mit Marmelade? No, Signora. Hier bekommen Sie ein originales Gaucho-Frühstück.
gerne heiraten, Anne. Ich weiß es nicht. Ich kapiere das nicht. Wir sind doch ein super Team. Wir beide haben sogar den Atlantik geschafft. Versteh mich bitte nicht falsch, Jan, aber ich bin immer mein eigener Herr gewesen. Und da fällt es mir eben nicht leicht, mich so ohne weiteres umzustellen. Du bist ein Mann, der gewohnt ist, Anweisungen zu geben, zu kommandieren. Du sagst mir ja sogar, wann ich zu schlafen habe. Ich hatte die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass du fit bleibst. Ich weiß, einer muss an Bord das Sagen haben, ja. Aber da ist so eine Schärfe in deinem Ton, die kannte ich nicht bisher. Und ehrlich gesagt, ich mag das nicht. Ja. Dann war das wohl doch keine so gute Idee, dich mit all dem zu belasten. Quatsch. Lass uns doch unsere Zeit erstmal hier genießen. Hm? Okay. Also, Don Esteban hat beruflich noch in Buenos Aires zu tun. Er kann erst morgen so gegen 4 Uhr im Haft sein. Aber er besteht darauf, dass wir seine Gäste sind. Wann triffst du dich mit deinem Studienkollegen? Tobias ist noch auf Forschungsreise in Rocha. War das eigentlich sehr eng, euer Verhältnis während des Studiums? Wir sind Freunde. Wir haben uns während des Studiums für Umweltprojekte eingesetzt. Ich freue mich einfach nur, ihn wiederzusehen nach so langer Zeit. Den Ton, mein. Mach mal, bring mal, tu mal. Entschuldige. Kein Schiff, ein Auto. Ich weiß. Es tut mir leid. Der Weg geht natürlich auch rum. Aber die Straße ist schlecht. Ja, weiter ist es auch. Thank you.
Mein Name ist Hansen. Wo finde ich denn Signora González? Was wollen Sie von Signora González? Wir sind Gäste von Don Esteban. Ah. Kommen Sie, ich helfe Ihnen. Danke. Kommen Sie. Marisa, könnten Sie bitte den Korb reinbringen? Senior Hansen, guten Tag. Ich bin Isabella. Freut mich sehr. Jan. Anne. Wir haben Sie später erwartet. Ein Segelschiff ist abhängig vom Wind. Und wir hatten Glück. Außerdem, das Schiff Ihres Vaters läuft ausgesprochen gut. Das wird Papa freuen. Er war absolut überzeugt von den Konstruktionsplänen. Seien Sie herzlich willkommen. Vielen Dank. Papa liebt Wagner. Als ich noch ein kleines Mädchen war, hat er mir die Musik andauernd vorgespielt. Deshalb heißt das Schiff Rheingold. Mhm. Haben Sie die Rheingold in Hamburg konstruiert? Gebaut wurde sie in Hamburg, ja. Aber konstruiert habe ich sie in Australien. Da, wo Anne und ich leben. Wir wohnen auf einer der Witze an der Inseln. Mhm. Sind Sie zwei... Sie müssen entschuldigen, wenn ich indiskret bin, aber sind Sie ein Paar? Ja. Ich denke schon, ja. Ich verstehe. Ich habe es mir nicht nehmen lassen, die Rheingold selber zu überführen. Es hätte ja sein können, dass ich noch irgendwas entdecke, was sich verbessern ließe. Und haben Sie was entdeckt? Sie ist perfekt. Auf Ihre Gesundheit, Jan, und auf Ihren Erfolg. Auf die Rheingold. Also ich würde sagen, auf unsere Gastgeberin. Gefällt Ihnen Ihr Zimmer? Alles wunderbar, danke schön. Das freut mich. Sie gefällt dir? Sie ist ganz nett, ja. Sie ist irrsinnig attraktiv. Ist mir nicht aufgefallen. Ach was. Als sie gefragt hat, ob wir ein Paar wären, hast du gesagt, ich denke schon. Bist du doch nicht ganz sicher. Aber du hast doch gestern gesagt, dass du dir nicht sicher bist. Mir ging es um die Heirat. Mir ging es um mehr. Sagen Sie, begleiten Sie Ihren Freund eigentlich auf all seinen Reisen? Nein, aber ich wollte unbedingt mal einen La Plata Delfin aus der Nähe sehen. Und außerdem ist ein ehemaliger Studienkollege von mir hier Chef am Meeresbiologischen Institut. Dafür ist das aber ein weiter Weg. Oh, ich fürchte nur, dass wir leider keine Delfine zu sehen bekommen. Die Gattung ist nahezu ausgestorben. Mein Vater hat mir oft die Geschichte erzählt, wie er als Kind mit den Delfinen um die Wette geschwommen ist. Echt? Es heißt, nur wer wirklich verliebt ist, bekommt einen La Plata-Delfin zu Gesicht. Danach verstecken sich die Delfine, um das Glück eines Paares für immer zu bewahren. Die Menschen hier erzählen in einer alten Legende vom Lied der Delfine.
Ist ja eine tolle Geschichte. Da kann man ja nur hoffen, dass die Population dieser Gattung höher ist als erwartet, nur eben gut versteckt. Haben Sie mal einen La Plata-Delfin gesehen, Isabella? Nein, bisher noch nicht. Entschuldigung. Vanguard? Ah, Tobias. Ja, ich habe auch schon versucht, dich zu erreichen. Dann wollen wir zum Dritten. Gut. Ja, bis dann. Tschüss. Bist du sauer, dass ich mich mit Tobias treffe? Nein. Nein, wirklich nicht. Aber zur Übergabe heute Nachmittag in den Hafen, da kommst du doch, oder? Na klar. Bis dann. Viel Spaß. Jan? Können Sie reiten? Reiten? Und das alles hier gehört immer noch zur Estancia Ihres Vaters. Ja, ja, allerdings. Von hier aus müssten wir fast einen halben Tag in Richtung Westen reiten, um an die Grenzen unserer Ländereien zu gelangen. Außerdem gehören uns große Ländereien in der Gegend um Santa Lucia. Mein Vater stammt aus armen Verhältnissen. Er hat sich das alles selbst erarbeitet. Respekt. Und womit verdient Ihr Vater sein Geld, wenn ich fragen darf? Mit Holzwirtschaft. Scheint ja ein lukratives Geschäft zu sein. Manchmal denke ich, dass mein Vater Beziehungen zu allen Unternehmen dieses Landes hat. Viele der Leute hier sagen, wenn er so weitermacht, gehört ihm eines Tages das ganze Land. Tüchtig, tüchtig. Das ist er. Hey. Hugo ist sehr engagiert in Sachen Umwelt. Aber natürlich reichen die finanziellen Mittel hier im Institut vorne und hinten nicht. Und für die Leute, die hier arbeiten, schon gar nicht. Du Ärmster. In La Plata, Delfin. Ja. Das war vor 2 Monaten. Wir hatten großes Glück. Wir konnten ihm einen Sender anbringen. Man findet ihn kaum noch. Wie hoch schätzt du die Population? Das ist seriös gar nicht zu beantworten. Er ist noch nicht ganz verschwunden. So viel kann man glücklicherweise sagen. Sag mal, warum nennt man eigentlich diese Delfine in Südamerika Franziskaner-Delfine? Ja, da gibt's etliche Legenden, aber letztendlich wegen seiner Färbung. Ich würde diese Delfine zu gern mal in der Tora sehen. Du hast dich wirklich nicht verändert. Kein bisschen. Sehen Sie mal. Verschwinde, das ist unsere Seite des Flusses. Geht nicht ab, Isabella! Ich will nur mein Kalb befreien, was auf eurer Seite im Schlamm stecken geblieben ist. Oder hätte ich es verrecken lassen sollen, hä? Hey, hey, hey! Verzieh dich! Dumme Kuh! Eingebildetes Mistbiff! Ich meine, es geht mich ja nichts an, aber um was ging's denn da vorhin? Die Arandas sind unsere Nachbarn. Eine echte Plage.
Der Fluss bildet die nördliche Grenze zwischen Ihrem und unserem Land. Unsere beiden Familien waren schon immer verfeindet. Die Männer in Uruguay sind unglaublich eitel. Eingebildet wie die Gockel sind sie. Sind sie wirklich so schlimm? Nun ja, sie sind eben irgendwie anders. Jan, das Wasser ist herrlich. Kommen Sie. Besser nicht, Isabel. Sie sind ein Mann mit Prinzipien, ja? Boot ist weg. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Señor Mendoza! Wo ist denn die Rheingold? Haben Sie die vielleicht umgesetzt? Aber das Schiff ist nicht mehr da. Und jetzt ist gleich Übergabe. Ja, das weiß ich. Aber ich dachte, Sie hätten mit der Rheingold vielleicht einen kleinen Ausflug gemacht. Dann wäre ich ja wohl nicht hier und würde Sie das fragen. Na dann wird sich vielleicht Don Esteban das Schiff selbst genommen haben. Wohl kaum. Schau dir das an, Anne. Das Schiff ist weg. So ein Schiff verschwindet doch nicht einfach. Na, was sagt sich so leicht, Mensch? Herr Hansen! Freut mich. Pünktlich, pünktlich. Typisch deutsch, ha? Na, wo ist die Rheingold? Bin schon richtig gespannt. Wo ist mein neues Traumboot? Tja, was soll ich sagen, Don Esteban? Es sieht im Moment so aus, als sei die Rheingold gestohlen worden. Sie gefallen mir. Soll das ein Witz sein? Leider nein. Ich habe gedacht, dass Senior Hansen und Senior Esteban mit der Rheingold einfach einen kleinen Ausflug machen. Auf so ein wertvolles Schiff hätten Sie natürlich aufpassen müssen. Warum sind Sie denn nicht an Bord geblieben? Tja, jetzt frage ich mich das auch. Jetzt machen Sie Herrn Hansen nicht auch noch Vorwürfe. Er ist der Geschädigte. Und ich im Übrigen auch. Schon gut. Ich dachte ja nur, dass es hat sich jemand gemeldet, der den Diebstahl gesehen hat. Kommen Sie bitte rein. Erzählen Sie mal. Viel gesehen habe ich nicht. Da waren ein paar Typen mit einem Lieferwagen an der Mole. Die waren am Boot. Um wie viel Uhr war das? So um 5. Hab gerade angefangen zu arbeiten. Haben Sie sich das Kennzeichen von dem Auto gemerkt? Oder können Sie die Männer irgendwie beschreiben? Nicht. Das ist alles sehr unangenehm. Sie müssen doch irgendwas machen können. Geben Sie eine Fahndung nach dem Boot raus. Benachrichtigen Sie die Küstenwache. Am besten noch gleich die von Argentinien und Brasilien. Das würde nicht viel bringen. Die kümmern sich erst um solche Angelegenheiten, wenn ein Schiff in Seenot gerät oder so. Vorher machen die nichts. Ja, und darauf wollen Sie wohl warten, was? Aber so lasse ich mich nicht abspeisen. Es ist Ihre gottverdammte Pflicht, alles Menschenmögliche zu tun, um Herrn Hansens Eigentum wiederzufinden. Selbstverständlich, Don Esteban. Bis dahin sind Sie weiterhin mein Gast auf San Pedro. Sie ruhen sich ein paar Tage aus und Sie werden sehen, das Schiff wird bald wiedergefunden. Das ist das Einzige, was wir wirklich jetzt tun können. Ja, sieht ganz so aus. Unglaublich. Auf jeden Fall danke ich Ihnen für Ihr Verständnis, Don Esteban. Ist dir klar, was das bedeutet, wenn das Schiff nicht wieder auftaucht? Dann bin ich pleite. Kann ich meine Insel in Oralien vergessen? Das ist unser Zuhause. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die Polizei sich besonders anstrengt, das Schiff wiederzufinden. Wenn du mich fragst, da kommt nichts dabei raus. Deswegen kann ich nicht einfach untätig rumsitzen. Ich muss selber was unternehmen.
Was willst du denn machen? Auf eigene Faust suchen? Ist immer noch besser als Däumchen drehen. Vielleicht hast du ja recht. Hey! Oh, ist ja gut. Hab's. Ja, ganz ruhig. Vorsicht! Ein ungezähmtes Pferd kann nicht einsehen, dass es sich dem Willen eines anderen beugen muss. Aber schließlich gibt es auf, weil es einsieht, dass es seinem Schicksal nicht entfliehen kann. Wollen Sie damit vielleicht sagen, dass ich mich auch meinem Schicksal fügen soll? Haben Sie Geduld. Die Fahndung läuft auf Hochtouren. Ja, aber auf dem Niveau von Schnecken. Unsere Polizei hat Mittel und Wege, das Schiff zu finden, jedenfalls mehr als Sie und ich. Miguel Aranda hat unsere Grenze wegen dem Kalb übertreten. Ich hatte deswegen Streit mit ihm. Jetzt weiß ich, warum mir der Kerl bekannt vorkam. Das ist der Typ, der sich auf der Rheingold zu schaffen gemacht hat, kurz nachdem wir angekommen sind. Was? Ja. Mit irgendwas von Kindern, einer Jacke, unverständliches Zeug gestammelt und ist dann gleich abgehauen. Das darf doch nicht wahr sein. Dieser Bandit kann das Schiff überall versteckt haben. Ja, aber nur weil er auf der Rheingold war, muss er das Schiff nicht gleich gestohlen haben. Auf jeden Fall stelle ich ihn zur Rede und verlange eine Erklärung für sein Verhalten. Vernunft ist nicht daran der Sache. Er wird sie auslachen. Was wollen Sie hier? Ich will Sie was fragen, Senor Aranda. Was wollten Sie auf meinem Schiff? Was? Ja, sehen Sie, das Boot ist verschwunden. Und es tut mir leid, aber ich habe Grund zu der Annahme, dass Sie das Schiff genommen haben. Mitgenommen meinen Sie sicherlich gestohlen. Nennen Sie es, wie Sie wollen. Tatsache ist, in dem Segler steckt mein gesamtes Geld. Ich bin ruiniert, wenn ich es nicht zurückbekomme. Ich habe Ihr Segelschiff nicht. Wozu auch? Halten Sie mich für einen Dieb! Ihr Interesse an unserem Boot war ja nicht zu übersehen. Ich hatte mein Auto beladen und nicht gesehen, dass die Kinder meiner Schwester auf ihrem Schiff gespielt haben. Nachdem ich sie verscheucht hatte, lag doch eine Kappe auf dem Schiff. Ich habe sie selbst geholt und, naja, war angetan von den Instrumenten und von der Verarbeitung. Mehr nicht. Bitte verstehen Sie meine Situation. Ich habe nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich erstatte Anzeige, dann gibt es eine polizeiliche Untersuchung. Oder aber ich bekomme mein Schiff vorher zurück. Und darum bitte ich Sie. Gonzales hat sie auf mich gehetzt. Stimmt doch. Nein, das stimmt nicht. Ist mir egal, ob Sie mir glauben oder nicht. Ich habe Ihr Boot nicht. Ich habe jetzt ganz andere Sorgen. Meine Rinder sterben jeden Tag. Wie die Fliegen. Ich kann nichts dagegen tun. Was interessiert mich da irgendein Luxusschiff? Zeigen Sie mich an, wenn Sie wollen. Ist mir egal. Und jetzt verlassen Sie mein Grundstück. Verschwinden Sie! Komm, komm. Vielleicht sagt er ja die Wahrheit. Überleg doch mal, Anne. Der Mann kämpft um seine Existenz. Er ist saniert, wenn er die Rheingold verkaufen kann. Also ich glaube ihm sein erstauntes Gesicht nicht. Ihr müsst Hunger haben, was? Ja, riesig. Komm runter. Ich auch. Komm, setzt euch an den Tisch. Und hinsetzen. Komm. Und, wie ist es gelaufen? Er hat natürlich alles geleugnet. Aber das, was er gesagt hat, klang so ehrlich. Ich habe ihm das geglaubt. Was soll er denn auch sagen? Glaubst du, der gibt den Diebstahl einfach so zu? Ich möchte einfach nicht, dass jemand zu Unrecht beschuldigt wird. Das ist alles. Sie haben ein gutes Herz, Anne. Aber dieser Miguel Aranda ist ein durchtriebener, eiskalter Bursche. Sie wären nicht die Erste, die auf seinen Macho-Charme hereinfällt. Ach, mein Gott, Don Esteban. Wann hören Sie endlich mal mit diesen uralten Geschichten auf? Der Sohn kann doch nichts für seinen Vater. Misch dich da nicht ein! Sagen Sie, Don Esteban, was sind das eigentlich für LKWs, die da die ganze Nacht unterwegs sind? Das sind meine. Eigentlich fahren sie rund um die Uhr. Ich handle mit Nutzhölzern, müssen Sie wissen. Die Wagen holen die Hölzer von unseren Waldgebieten ab und fahren sie zum Hafen. Ach so. Ich bin Unternehmer, Herr Hansen, und Zeit ist Geld. Wem sagen Sie das? Wenn du willst, verzichte ich auf die Tour mit Tobias. Aber nein. Warum denn? Weil ich nicht will, dass du denkst, dass ich dich hängen lasse. Schon gut, Anne. Außerdem hast du dich so sehr auf eure Suche nach den La Plata-Delfinen gefreut. Und ich fahre gleich nochmal zur Polizei. Sicher? Mhm. Gut. Wenn du mir wirklich helfen willst, kannst du ein bisschen die Augen offen halten. Mach ich. Senor Hansen. Sie?
Herr Wachtmeister! Herr Wachtmeister! Moment, ja? Sie sind noch nicht dran. Nein, nein, bleiben Sie hier. Bleiben Sie hier. Herr Wachtmeister! Ich möchte mit Ihnen über Ihre Anzeige reden, in der Sie behaupten, dass ein Senior Miguel Aranda Ihr Segelschiff aus dem Hafen gestohlen hat. Das ist richtig, ja. Das ist eine schwere Anschuldigung. Haben Sie einen Beweis für die Schuld von Senor Aranda? Über das hinaus, was ich bereits gesagt habe, nein. Senor Hansen, Sie kommen aus Hamburg. Ich weiß zwar nicht so genau, wie man diese Dinge in Deutschland handhabt, aber Uruguay ist keine Bananenrepublik, sondern ein Rechtsstaat. Ich kann hier niemanden ins Gefängnis stecken aufgrund einer reinen Vermutung. Das habe ich auch nicht erwartet. Ich habe lediglich gehofft, dass Sie sich ehrlich bemühen, mir zu helfen. Ich informiere mich über diesen Aranda. Vielleicht werde ich ihm auch einen Besuch abstatten. Darüber hinaus sind mir die Hände gebunden, Senor Hansen. Gracias. Fahr mal langsamer! Schade, hätte ja sein können. So viel Anfängerglück gibt's gar nicht. Auf der Seite des Flusses ist das Land von Don Esteban. Ja. Da! Da ist eine. Dem würde ich lieber nicht so nahe kommen. Tote Rinder! Fahr mal daran! Du, die Gauchos hier sind eigen. Nicht, dass wir noch Ärger bekommen. Das ist Miguel Aranda. Ich kenne ihn. Fahr bitte ran. Okay. Ich habe Ihr verdammtes Schiff nicht, Signora. Auch heute nicht. Sagen Sie das Ihrem Anwalt. Er ist ein Freund. Was wollen Sie denn schon wieder? Ich bin Biologin, Miguel. Mich interessiert einfach, was mit Ihren Rindern geschieht. Was soll ich sagen? Sie sagen, Ihre Rinder sterben und Sie können nichts dagegen tun. Haben Sie sie veterinärmedizinisch untersuchen lassen? Ich bin ja kein Idiot. Und? Und. Erst dachten wir, es handelt sich um die Maul- und Klauenseuche. Aber Blut- und Speichelproben schließen das aus. Wie viele Tiere sind inzwischen infiziert? Schwer zu sagen. Wir haben die ersten erkrankten Tiere sofort von den Gesunden getrennt. Aber viele haben sich schon wieder infiziert. Inzwischen sterben sie in allen meinen Herden. Heute Nacht hier 25. Also, ich bin mir nicht sicher, Tobias. Das ist auch nur so eine Idee, aber könnte es eine Vergiftung sein? Was denn für eine Vergiftung? Das glaube ich nicht. Aber ich bin kein Experte auf dem Gebiet für Paarhufer. Ich verwende kein Zusatzfutter, keine Hormone, keine Kunstdünger. Die Rinder leben das ganze Jahr über draußen und ernähren sich nur von dem, was die Erde hergibt. Jetzt stirbt diese auch noch weg. Möchten Sie einen Kaffee? Ja, danke. Auch ein Stückchen Kuchen? Später, Luisa, später. Ich habe die Karte von meinem Vater gefunden. Ah, das ist gut. Vielen Dank. Möchten Sie einen Kaffee? Gerne, danke. Sagen Sie, der Fluss, der Ihr Land, von dem der Arandas trennt, wohin führt er? Der Fluss kommt direkt aus dem Urwald, fließt in den Rio Uruguay und mündet später in den Rio de la Plata. Und die Stelle, wo wir bei unserem Ausritt den Aranda getroffen haben, wo ungefähr ist die? Mal sehen, ich glaube, das war da. Ja, ja, ganz genau da. So weit unten. Das ist gut. Und über den Fluss führt auch so eine Furt, kaum knietief, oder? Ja, aber das ist ungefähr 60 Kilometer von hier. Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. Falls Aranda das Schiff hat, könnte er es den Fluss hinuntergefahren haben. Aber höchstens bis zu dieser Furt. Weil der Fluss an der Stelle nicht tief genug für das Schiff ist. Genau. Und der Fluss grenzt nahezu auf der ganzen Strecke an sein Land.
Danke fürs Nachhausebringen. Ist doch nicht der Rede wert. Bist du eigentlich glücklich? Mit Jan? Im Moment haben wir ein bisschen Stress durch die Sache mit dem Boot, aber sonst? Wieso? Ich kenne da jemanden, der würde gut zu dir passen. Du kennst ihn schon eine Ewigkeit. Gemeinsames Studium, gleiche Interessen. Jetzt mal im Ernst, Anne. Wir könnten hier gemeinsam an Projekten arbeiten, wie früher. Ich meine, Uruguay besteht praktisch nur aus Natur. Da lohnt es sich noch zu kämpfen. Außerdem kann ich mittlerweile Tango tanzen, ohne meine Partnerin zu verletzen. Ach, und das soll jetzt ein Argument sein? Das ist Privatbesitz, Senor. Ich bin Gast der Familie González. Ich würde gerne einen Blick in das Bootshaus werfen. Dieses Land gehört den Arandas. Verschwinden Sie. Sie haben hier nichts verloren. Warum sind Sie denn so unfreundlich? Ich habe Ihnen nichts getan. Verschwinden Sie einfach. Hauen Sie ab. Jetzt passen Sie mal auf, ja? Fahr zur Hölle, Mann. Bringt ihn ins Boot. Ja, ist das Brot immer noch im Ofen? Ich werde alt. Ich vergesse alles. Das war sehr mutig von Ihnen, Jan. Sich mit den Gauchos zu prügeln. Ein Mann muss nicht immer gewinnen. Aber er darf nie aufhören zu kämpfen. Kommen Sie. Ich wisch das ab. Kommen Sie, setzen Sie sich her. Kommen Sie. Okay. Zur Vorsicht. Ich finde Sie ganz außergewöhnlich, Jan. Ich mag Sie. Ich störe wohl. Anne. Wenn du eine Minute früher da gewesen wärst oder eine Sekunde länger geblieben, dann wüsstest du, dass nichts passiert ist. Sorry, aber das sah ehrlich gesagt ein bisschen mehr als nach nichts aus. Ach komm, Anne, jetzt reg dich doch nicht auf. Isabella hat mich geküsst, nicht ich sie. Zum Küssen gehören ja wohl immer noch zwei. Was soll denn das sein, eine Retourkutsche oder was? Das ist doch absurd.
Ja, Isabella ist eine attraktive Frau, aber das bist du doch auch. Und ich liebe nicht Isabella, sondern dich. Ja, das habe ich ja gerade gesehen. Wieder da. Das Schiff ist wieder da. Das ist ja unglaublich. Da liegt sie, als wäre sie nie weg gewesen. Stimmt, das ist wirklich eigenartig. Tja. Herzlichen Glückwunsch! Ist ja wieder da. Schönes Schiff. Ja, nicht wahr? Das finde ich auch. Nur nicht meins. Was? Wie meinen Sie das? Ich habe ein ganz bestimmtes Schiff bestellt und hatte auch genaue Vorstellungen davon. Ja, natürlich. Deswegen haben wir ja auch stundenlang miteinander telefoniert. Die Hansenwerft hat mir einen Bauplan geschickt und einen Vertrag, der sich auf diesen Bauplan bezieht. Ja, und? Na ja, aber stimmt doch. Das Länge über alles? Breite? Ich muss was. Der Kiel? Ja, das ist ein Kurzkiel. Aber so habe ich das nicht gezeichnet. Die Rheingold hat einen langgezogenen Kiel. Außerdem hier, da. Die Kielbolzendurchmesser stimmen nicht. Starken Wanden, völlig unterdimensioniert. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, natürlich bin ich sicher, dass es sich um unsere Entwürfe handelt. Also. Sie faxen mir jetzt sofort meine gesamten Entwürfe in die Hafenmeisterei von Montevideo. Ja, alle, natürlich. Es ist mir egal, wie spät es bei Ihnen ist. Eine Verwechslung vielleicht? Ich wüsste zwar nicht wie, aber anders kann ich es mir im Moment auch nicht erklären. Sehen Sie hier, zwischen diesem Entwurf von Januar und dem dritten Entwurf vom April, da gibt es Abweichungen. Die Sprayhut, der Niedergang... Das weiß ich ja. Aber danach habe ich alle Korrekturen eingearbeitet, die ich Ihnen gemeldet habe. Ja, die habe ich ja auch angenommen, weil sie meinen Vorstellungen entsprachen. Aber Sie haben sich ja nicht daran gehalten. Von Esteban, das soll jetzt keine Ausrede sein. Aber mein Boot ist besser als das da auf Ihrem Plan. Ich habe es über 6000 Seemeilen bei allen Wind- und Wetterbedingungen gesegelt. Und ich versichere Ihnen, die Segeleigenschaften sind hervorragend. Das glaube ich Ihnen gern. Aber ich habe meine festen Vorstellungen und ich nehme Ihnen die Rheingold so nicht ab. Das müssen Sie verstehen, Herr Hansen. Schließlich gebe ich ja viel Geld dafür aus. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Seien Sie mein Gast, solange Sie wollen. Meine Jungs passen auf Ihr Schiff auf, Tag und Nacht. Und wenn Sie dann lustig sind und gutes Wetter haben, können Sie nach Deutschland zurücksegeln. In Hamburg finden Sie für Ihre Rheingold sicherlich einen dankbaren Abnehmer. Meine Anzahlung, die brauchen Sie erst überweisen, wenn Sie Ihr Schiff verkauft haben. Ist das ein Angebot oder nicht? Außerdem möchte ich unbedingt, dass Sie und Anne an der Geburtstagsfeier von meiner Tochter teilnehmen. Da bestehe ich drauf. Und Isabella auch. Anne? Ja? Ich würde gern mit Ihnen reden. Bitte. Ich weiß, dass das nicht richtig war. Nur wissen Sie, so ein Mann wie Jan... Was willst du hier? Ich geh dir gar nichts an, du Hexe. Wieso hetzen Sie mir die Polizei auf den Hals? Ich wurde 8 Stunden lang verhört. Ich will, dass mich endlich in Ruhe lassen, verdammt nochmal. Ich hab Ihr verfluchtes Schiff nicht. Ich weiß nicht, wie ich das beweisen soll, aber ich hab's nicht. Miguel, regen Sie sich bitte nicht auf. Das Schiff ist wieder da. Was? Ja.
Miguel sehen sollen. Er hatte keine Ahnung, dass das Boot wieder da ist. Und warum haben mich dann seine Leute zusammengeschlagen? Das ergibt doch keinen Sinn. Weil du ihn ungerecht behandelt hast. Er fühlte sich in seinem Stolz verletzt. Trotzdem. Irgendwas stimmt an der Geschichte nicht. Aber vielleicht hast du ja recht. Möglicherweise waren das gar nicht Arandas-Männer. Eben. Lass uns doch noch mal mit Miguel reden. Und außerdem will ich sowieso wissen, ob die Seuche weiter um sich getroffen hat. Okay, Anne. Das machen wir. Anne, ich liebe dich. Ich weiß. Ich hab das nicht gewusst, dass Sie im Bootshaus zusammengeschlagen wurden. Es tut mir leid, Signora. Bitte akzeptieren Sie meine Entschuldigung. Ich habe mich da etwas verhandelt. Miguel, mein Rad ist kaputt. Ich repariere es später, Manuela. Entschuldigung akzeptiert. Meine Gauchos arbeiten alle seit vielen Jahren für mich und ich lege für jeden von ihnen meine Hand ins Feuer. Ich wundere, dass das alte Schuppen noch steht. Mein Vater hat das Ding vor über 40 Jahren bauen lassen. Was ist mit Ihren Rindern? Die sterben nach wie vor. Und dann ist die Mann ist bisher nicht ein einziges Rind gestorben. Typisch. Gonzales, der Geldzeit hat mal wieder Glück. Das ist doch komisch. Die Rinder kommen zwar nicht direkt zusammen, aber sie trinken aus demselben Fluss. Nein, nein. Gonzales treibt seine Rinder nicht mehr so weit in den Norden. Die trinken aus einem kleinen Nebenarm des Rio Temotes. Warum? Ach, lange Geschichte. Früher gab es immer Ärger zwischen unseren Familien, weil die Rinder über den Fluss kamen und sich vermischten. Ewiger Teufelskreis. Dann ist es das Wasser. Es kann nur das Wasser sein. Haben Sie vielleicht ein paar Trinkflaschen? Ich würde gerne Proben entnehmen und Sie im Labor untersuchen lassen. Das finde ich wirklich sehr nett von Ihnen, dass Sie mir helfen wollen. Betrachten Sie es als kleine Wiedergutmachung. So, das war's. Am besten, wir fahren morgen früh gleich nach Montevideo und lassen die Wasserproben untersuchen. Danke. Du brauchst wirklich nicht zu warten. Ich schätze, ich kann erst was am Nachmittag sagen. Wieso dauert das so lange? Weil ich grundsätzlich keine giftige Substanz ausschließen kann. Ich könnte dir helfen, dann sparen wir Zeit. Willst du meinen Ruf ruinieren? Ich bin Leiter dieses Instituts. Wir sind in Uruguay. Ich mach das alleine. Gut, dann lass uns doch noch mal zum Hafen fahren und nachschauen, ob die Faxe inzwischen angekommen sind. Das sind doch die LKWs von Don Esteban. Mensch, das ist er. Wer was? Der Fahrer deines zweiten LKW. Das ist der Kerl, der mich zusammengeschlagen hat. Bist du sicher? Ja, absolut. Du sag mal, da gehört er ja auch zu Estebans Leuten. Los, wir fahren hinterher.
Der Typ daneben Mendoza, der war auch an Bootshaus. Du meinst, er gehört auch dazu? Ja, davon gehe ich aus. Ich rufe jetzt Don Esteban an. Der soll das klären. Schließlich sind das seine Leute. Nichts zu tun. Ganz ruhig, dafür gibt es ja eine Untersuchung. Und die wird nichts ergeben. Ich bin ganz schnell wieder draußen. Kann es nicht glauben. Meine eigenen Leute. Du arbeitest doch seit Jahren für mich. Sag mir die Wahrheit, Leon. Habt ihr das Boot gestohlen oder nicht? Wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit. Der Mann hat sich am Bootshaus rumgetrieben. Und das soll ich dir abkaufen? Ich war nur zufällig da. Was interessieren mich schon Segelboote? Woher wissen Sie denn, dass es sich um ein Segelboot handelt? Ich sag nichts mehr. Sie können mir nichts beweisen. Nehmt ihn mit. Nehmt ihn endlich mit, diesen Abschau. Nehmt ihn mit. Und was ist, Tobias? Hast du ein Ergebnis? Ja. Das ist reinste Trinkwasserqualität. Dieses Wasser enthält sogar noch natürliche Mineralstoffe. Das hätte ich nicht erwartet. Kann ich euch heute Abend zum Essen einladen? Nein, aber heute Abend ist ein Fest bei Don Esteban. Vielleicht haben Sie ja Lust, da mitzukommen. Ist aber das Geburtstag wirklich nicht hin. Sebastian, ich finde es wirklich unhöflich, der Einladung unserer Gastgeberin nicht zu folgen. Ein bisschen Unhöflichkeit kann ich mir wohl leisten nach dem Auftritt in der Küche. Ja. Aber andererseits ist es... Kein Aber. Ich will einfach nicht dabei sein, wenn sie dich noch mal anbaggert. Ich hoffe, ich störe Sie nicht. Aber mein Vater schickt mich, um Sie zu fragen, ob Sie dabei zusehen möchten, wie der Ochse am Spieß befestigt wird. Aber mit Vergnügen. Ich wollte ja schon letztens mit Ihnen reden. Ich wüsste nicht, worüber. Na, zum Beispiel darüber... Wie ich Sie um Jan beneide. Er ist aufmerksam, faszinierend und liebenswert. So einen Mann habe ich noch nie kennengelernt. Ich habe ihn geküsst. Das tut mir leid. Das sieht gut aus. Das Fleisch ist bald fertig. Glaubst du, das wird für die Gäste reichen? Ist das genug? Ja, sicher. Das wird allen schmecken. Na ja, das hoffe ich. Anne! Anne, sehr elegant. Sie werden mir die Show stehlen. Oh, ich glaube kaum. Alles Gute zum Geburtstag, Isabella. Auch von mir. Alles Gute zum Geburtstag. Danke. Schade, dass dieses Fest gewissermaßen Ihr Abschiedsfest ist. Ich würde Sie gerne noch länger als Gäste hier haben. Wir hatten leider nicht die Zeit, ein passendes Geburtstagsgeschenk zu besorgen. Nein, Ihre Anwesenheit ist doch Geschenk genug. Aber wir haben uns überlegt, Anne und ich, dass wir Sie gerne zu uns nach Hause einladen würden. Das ist eine wundervolle Idee, danke. Jan, würden Sie vielleicht mit mir tanzen? Aber gern. Anne, wenn Sie gestatten. Anne und ich wollen versuchen, morgen früh noch mal nach den Delfinen zu suchen, bevor wir die Heimreise antreten. Nur wenn man verliebt ist, kann man diesen Delfin sehen. Deshalb könnten Sie Glück haben. Wenn Sie mich fragen, ich habe den Eindruck, Sie sind wirklich verliebt. Was ist mit Ihnen, Isabella? Wann sehen Sie Ihren Delfin? Na, ich hoffe schon bald. Ich habe eine Musik für uns bestellt. Darf ich bitten? Gern. Gracias.
wagt, gewinnt. Ein schönes Fest. Ich komme gleich wieder. Der Hafenmeister hat zugegeben, dass er für ein paar größere Scheine einfach weggesehen hat. Sein Auftraggeber ist ihm unbekannt. Ja, und Ihr Vorarbeiter und der andere Gaucho? Sie sagen, Sie wären rein zufällig bei Aranda gewesen. Naja, im Zweifel für die Angeklagten. Ja. Ich erlaube mir, Sie daran zu erinnern, dass dieser Abend mir gehört und dass ich kein Wort über die Polizei oder Verbrechen hören will. Sie haben völlig recht, Isabella, entschuldigen Sie. Darf ich Ihnen einen alten Freund von mir vorstellen, Tobias Kaiser? Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, dass wir ihn spontan mit eingeladen haben. Aber gar nicht. Ich freue mich. Herzlich willkommen. Meine allerherzlichsten Glückwünsche. Gracias. Señor González? Herr Kaiser, es freut mich, Sie kennenzulernen. Entschuldigen mich einen Augenblick. Tobias behauptet ja, der heimliche Tango-König von Uruguay zu sein. Naja. Die Nacht ist lang, Tobias. Sie werden genug Zeit haben, mir zu zeigen, was Sie können. Ich mag leidenschaftliche Tänzer. Dann sollten wir keine Zeit verlieren. Darf ich bitten? Sag mal, ist dir auch aufgefallen, dass Don Esteban irgendwie sauer war, als er Tobias gesehen hat? Stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Eben. Ich habe das Gefühl, dass die beiden sich kennen. Freunde, liebe Gäste, lasst uns gemeinsam auf das Glück meiner Tochter Isabella die Gläser heben. Danke, Papa. Dass man uns nie zusammen sehen darf. Und Sie kommen hierher? Ich kann so nicht weitermachen. Das ist alles nicht richtig. Das bin nicht ich. Ich höre auf. Sie können gar nicht aufhören. Raus!
Kann ich irgendwie helfen? Was tun Sie eigentlich hier? Don Esteban, ich... Verzeihen Sie mein Eindringen in Ihre... Ich wollte mir einfach noch mal die Konstruktionspläne genauer ansehen. Ich bin jetzt leider auch überzeugt davon. Wir haben geschlampt. Der Fehler liegt offensichtlich bei der Hansenwerft. Bist du sicher? Ja. Die Hansenwerft ist absolut unschuldig. Unter dem Vergrößerungsglas habe ich ganz genau gesehen, dass Konstruktionslinien neu gezeichnet worden sind. Was macht denn das für einen Sinn? Eigentlich nur einen. Esteban wollte mir die Rheingold nie wirklich abnehmen. Du meinst, er hat sie auch selber klauen lassen, oder wie? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich verstehe das nicht. Auf jeden Fall werde ich mir diese ominösen LKWs mal genauer anschauen. Ich schnapp mir Miguel und kümmere mich um die Wasserproben. Tobias? Signora van Gaart, wie geht's? Es tut mir leid, aber der Chef ist im Moment nicht da. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Tobias hat Wasserproben von mir auf Giftstoffe überprüft und ich habe Grund zu der Annahme, dass mit dem Ergebnis irgendwas nicht stimmt. Das ist kein Problem. Wir holen die Proben und testen sie einfach nochmal. Das ist nett. Ach, und die 3 Stunden Zeit für einen Stadtbummel, die nehme ich mir doch gern. Nein, für einen Stadtbummel reicht das nicht. In einer halben Stunde bin ich fertig. Keine 3 Stunden? Nein. Anne, warum tun Sie das eigentlich alles für mich? Ich bin Biologin. Ich fühle mich dazu verpflichtet. Und außerdem mache ich das gern für Sie. Sie sind... wie ein Geschenk des Himmels. Danke für das Kompliment. Das ist ohne Frage ein Schwermetall. Extrem giftig. Also doch. Thank you.
sei Dank, endlich. Du glaubst nicht, was sich hier gerade abspielt. Wo bist du? Du erinnerst dich doch an die Weggabelung, wo wir aufgehalten wurden und auf diese schlechte Straße umgeleitet wurden. Weißt du, warum die Straßensperre errichten? Da landet ein Frachtflugzeug. Und die vermeintlichen Holztransporter, die werden mit Giftfässern beladen. Giftfässern? Ja, ja, mit Giftfässern. Was? Du, alles Weitere erkläre ich dir später, ja? Pass auf dich auf. Okay, okay, bis dann. Anne, was machst du denn hier? Du hast die Ergebnisse der Wasserproben manipuliert. Bitte? Die Ergebnisse, du hast sie gefälscht. Das ist absurd, Anne. Du spielst hier den Saubermann, den Möchtegern-Wissenschaftler, der sich für die Umwelt einsetzt. Und gleichzeitig verheimlichst du mir, dass das Land von Miguel hochgradig verseucht ist. Was sollen diese Anschuldigungen? Was willst du von mir? Du bist nichts als ein schamloser Lügner. Weißt du, wo ich gerade herkomme? Ja. Wie früher aus dem Casino. Ich habe alles verspielt. Ich hatte bei den falschen Leuten Schulden. Leute, die nicht gern auf ihr Geld warten. Da kam eines Tages diese Gewässeranalyse rein und die war total verseucht. Ich war noch niemals mit den Auswertungen fertig. Da stand Esteban vor mir. Er wusste von meinem Problem. Er hat meine Schulden aufgekauft. Und so kam er ins Geschäft. Das interessiert mich nicht. Ich kann nichts tun. Er hat mich in der Hand. Sag mir einfach, wo Esteban den Giftmüll hinbringen lässt. Alles zusammen. Estebans Holzunternehmen als perfekte Tarnung, die toten Rinder und jetzt euer Laborbefund. Ich kann es aber auch nicht fassen. Da schmeißt dieser Dreckskerl irgendwo auf seinen Ländereien Giftmüll in den Wald, bis das Zeug ins Grundwasser versickert und meine Rinder tötet. Was ist das nur für ein Mensch? González? Er ist vor vielen Jahren zu großem Reichtum gekommen. Wodurch weiß niemand so genau. Es gibt Menschen, die glauben, er war in Geldwäsche verwickelt aus Drogenhandel. Aber man konnte ihm nichts nachweisen. Warum haben Sie uns nicht früher gewarnt, Miguel? Hätten Sie mir denn geglaubt? Natürlich hätten wir Ihnen nicht geglaubt. Was machen wir denn jetzt? Plan B. Alles okay? Du bist wirklich sicher, dass wir die Stelle finden können? Die illegale Mülldeponie muss oberhalb der Stelle sein, wo mein Land an den Fluss grenzt. Wir müssen dann überall dort suchen, wo Waldfläche auf Gonzales Seite an den Fluss grenzt. Hier, das schaffen wir schon. Zeig mal die genaue Stelle. Wir müssen den Rio de la Plata, ca. 50 Meilen flussaufwärts fahren. Hier ist die Stelle. Geh mal 10 Grad steuerbar. Miguel. Ob Isabella weiß, was ihr Vater so treibt? Keine Ahnung. Ich weiß, dass sie ihren Vater liebt, aber ich hoffe, dass sie nichts weiß. Ihr liegt was an ihr, hm? Als Kinder haben wir zusammen gespielt, aber wir sind beide Opfer der Art und Weise, wie unsere Familien miteinander umgegangen sind. Da müssen wir rein. Bist du sicher? Ja, das ist der Seitenarm. Okay.
Ich weiß nicht, vielleicht spinnen ja die Instrumente, aber ich habe das Gefühl, die Rheingold liegt tiefer im Wasser, als sie sollte. Aber wir sind voll beladen, die Wassertanks, Diesel, Proviant. Trotzdem, irgendwie reagiert sie auch anders als gewohnt. Du meinst, wir haben Leck? Das will ich nicht hoffen. Aber wir müssen das im Auge behalten. Du übernimm doch mal, ja? Halt dich einfach in der Mitte, ja? Langsam, langsam, langsam. Jetzt sind wir aufgelaufen. Wir sitzen fest. Ich bin den ganzen Rumpf abgetaucht, da ist nichts. Auch der Kiel ist okay. Zum Glück ist der Grund hier ziemlich weich. Der Fluss wird oberhalb noch flacher. Ja, ich weiß. Ich will nicht nochmal auf Grund laufen. Dass wir das Schlauchboot genommen haben. Mit der Rheingold würden wir schon wieder festsitzen. Was ist das denn? Sieht aus wie Chemikalien. Da oben im Wald muss die Stelle sein. Glaubt man doch nicht. Es kann nicht mehr weit sein. Schaut mal. Hier haben wir die Rinnsale am Fluss gesehen. Und genau hier ist ein Gebiet, auf dem González sein Exportholz schlagen lässt. Und wir sind jetzt hier. Okay. Also, wir tragen ab jetzt alle relevanten Punkte in die Karte ein. Dann machen wir Fotos und du nimmst gegebenenfalls Proben. Und dann informieren wir die Behörden in Montevideo. Los, weiter. Da hinten muss es sein. Hier, bitte, mach doch mal ein Foto. Kann ich mal die Handschuhe haben? Ich würde gerne Probe nehmen. Aufpassen. Das Gelände wird garantiert bewacht. Wir müssen da näher ran. Wenn die ganzen Fässer hier auslaufen, dann gibt's eine Umweltkatastrophe. Das sage ich euch. Ganz ruhig oder wir schießen!
Na hallo. Wir haben noch eine kleine Rechnung offen. Lassen Sie ihn in Ruhe! Haltet ihn auf! Mehr rauskommen. Ich wäre gerne eine Frau geworden. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Wo ist die Rheingold? Wo ist das Schiff? Na gut. Wir werden die Rheingold auch so finden. Warum mussten Sie Ihre Nase in meine Angelegenheiten stecken? Ich habe nichts persönlich gegen Sie, aber Sie werden verstehen, dass ich Sie jetzt töten muss. Schade eigentlich. Sie hätten Freunde bleiben können. Ist Ihr Geschäft hier nicht schon schmutzig genug? Und jetzt auch noch drei Morde? Sie lassen mir doch keine Wahl, Jan. Man hat immer eine Wahl. Wir leben in so unterschiedlichen Welten. Sie verstehen meine Beweggründe nicht. Ebenso wenig, wie ich die Ihren verstehe. Isabella. Warum? Ich bin dein Vater. Sie haben uns das Leben gerettet, Isabella. Danke. Nichts zu danken. Aber du hast deinen Vater verhaften lassen, um uns zu helfen. Geht das nicht gegen deine Familienehre? Mir ging es nicht mehr um die Ehre der Familie. Ich weiß schon lange, womit mein Vater sein Geld verdient. Mir war klar, dass es so nicht weitergehen kann. Früher war alles anders. Als meine Mutter noch lebte, hat Papa hart gearbeitet. Wir besaßen nicht viel, aber wir waren glücklich. Als Mama dann starb, hat sich alles verändert. Auch Papa. Schrecklich, dass es so kommen musste. Was wird denn jetzt aus der Instanz her ohne Ihren Vater? Sie brauchen sich darüber keine Sorgen zu machen. Das schaffe ich schon allein. Schließlich sind wir ja auch noch Nachbarn. Ich glaube, wir haben allen Grund, auf uns Vierer anzustoßen. Ich köpfe jetzt eine Rotweinflasche von Don Esteban. Sehr gut.
Ich glaube, ich weiß jetzt, warum das Schiff so tief liegt. Alle, komm mal runter, schaut euch das an. Was ist los? Ja, hier. Wir sind Drogenkurier. Was? Das ist unsere Rolle. Ich war von Anfang an. Wenn uns da die Küstenwache oder der Zoll oder sonst irgendwer erwischt, dann ist Esteban fein raus. Die Rheingold gehört immer noch mir. Ich wäre dran. Wenn hier überall Drogen versteckt sind, dann sind es ja Massen. Da kannst du lange für sitzen. Was machen wir denn jetzt? Das ist doch wirklich unglaublich. Da bestellt dieser Don Esteban ein deutsches Schiff. Mit deutschem Namen. Es segelt unter deutscher Flagge. Aber hier in Uruguay, da braucht das nur ganz kurz. Er lässt es klauen, mit Drogen beladen und wieder zurück in den Hafen bringen. Und daran behauptet er mit seinen gefälschten Plänen, so habe er das Schiff nicht bestellt, schickt uns wieder zurück nach Hamburg. An dem Morgen im Hafen hat er sich Sorgen gemacht, weil ein Sturm für die Region angesagt worden war. In Wahrheit hat er sich nur Sorgen um die Drogen gemacht. Natürlich, Isabella. Das glaube ich jetzt auch. Wenn wir in Hamburg angekommen wären, dann hätte er sich das Zeug problemlos wiedergeholt. Eben. Du musst den Bug im Wind halten, Anne. Ja. Komm. Komm mal her. Was ist denn los? Der Delfin. Ein La Plata-Delfin. Das ist ja ein Wahnsinn. Oh, ist das toll. Wie war das? Nur wahr, Fliebende können ihn sehen? Was meinst du? Ob unsere Liebe ewig hält? Das glaube ich auch ohne Delphine. Ich auch.